Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Let's Play Shantae: Half-Genie Hero. Ey, ich habe mir jetzt irgendwie zu viel Geld abgefarmt, alles gekauft, was zu kaufen geht. Hier, ich tausche mal alles, damit wir auch wirklich sicher gehen können, dass wir die Scheiße haben. Was gibt's noch zu sagen? Jetzt müssen wir noch zwei Sachen erledigen. Ich zeige euch jetzt nochmal das. Eigentlich hätten wir schon das mit Squidward machen können. Fällt mir gerade auf, weil wir bekommen ja noch ein extra Item für die 200% für das wahre Ending. Ich kann euch mal zeigen, dass ich auch in den normalen Shop alles geholt habe. In übrigens allen starken Shops ist genau dasselbe hier. Alles gekauft. Easy. Auch die Konzept-Dinge angucken. Warte mal, warum werden die nicht angezeigt? Wieso? Was habe ich getan? Nun ich auf jeden Fall auf meinen 100% Spielstand gehen müssen. Squidburn! Yo! Du hier? Ich dachte, ich hätte dich im Kampf besiegt. Nee, irgendwann gewöhnt man sich an diese Explosionen. Die sind ja in jedem einzelnen Spiel. Die hinterlassen keine Bleibenschäden. Sehen wir erst mal an. Hast du die ganze Squidbow-Infernat hier gesehen? Ich bin ein gelohntes Phänomen. Hier zum Beispiel. Du hast Sandposter. Ich muss ein paar Kunstwerke abhängen. Lass nur mehr Platz für Bilder von mir zu schaffen. Das ist unfair dem Künstler gegenüber. Jemand hat sein Herz und seine Seele in diese Kunstwerke gesteckt. Bäh, wirf es weg. Auf keinen Fall. Ich werde ein schönes Zuhause für das Bild finden. Schön. Gib nur Barons Burg. Schön. Ist natürlich nicht an, wie es ist. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Was soll denn das? Ich habe ein bisschen mal gespielt, niemand. Das wollte ich mir werden. Rennen, was das heute geht. Lebt nur bei uns, Burg. Zu Abner. Ab nach Hause. Ha. Warum mach ich Witze? Es ist das letzte Part. Traurig, aber wahr. Haha, ich kann mich nicht berühren, die Lappen. Und du kannst mich auch nicht CC'en. Hahaha. Hey, du hast eins. Lass mich mal sehen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Es ist sogar viel besser. Yeah, das ist der Hammer. Hier. Du hast den Fischposter. Porfibel hat dieses lächerliche Tintenfischposter auf meinen Nerd-Treffen gekauft. Da gibt's kein Zurück mehr. Wie stilvoll, Abner. Ja, Stil. Lol. Zurück zum Hauptquartier, ich meinte. Scuttleton. Dann überreiche ich mir das Geschenk an den Scoot-Baron. Und dann haben wir hoffentlich schon alles. Weil ich müsste jetzt nicht extra in einen anderen Spielstand gehen, nur dafür. Schick mir noch mehr Squid für Baron Federatz. Hey, die Sinnfischbusser, das sieht echt episch aus. Gib mir das. Oh ja, das muss ich laminieren lassen. Hier, als kleines Dankeschön. Du hast richtig Gürtelschnalle. Sieht's aus, als wäre es von einer modischen, gut riechenden Lederstiefelgröße 40 abgefallen. Und woher weißt du das? Du Pussy. Ah ja.
Und schon Bahn. Ach. Dann gehen wir rüber zur Werkstatt und geben alle Dinge ab. Also, willst du Wesley Boots Kopf aus der angreifen oder stellen den Chaos machen? Oder willst du nach vier Hinweisen suchen und deinen Ahrenkristall ausarbeiten? Die Wahl liegt bei dir. Ciao, Onkel, ich habe etwas gefunden. Du hast das Gürtelschnalle abgegeben. Ich glaube, das ist das Gürtelschnalle. Sehen wir uns das einmal an. Sie ist von Asche aus einem Metallschmiede überzogen. Ich werde mir das genau ansehen. Gute Arbeit. Irgendwelche Hinweise gefunden? Das könnte Whiskys Machettenknopf sein. Sehen wir uns das einmal an. Das ist ein Schmutzfleck von Dichtungsmittel, das oft bei isolierten Gummischlöchern verwendet wird. Ich werde mir das genau ansehen. Gute Arbeit. Irgendwelche Hinweise gefunden? Das könnte Whiskys Anhänger sein. Sehen wir uns das einmal an. Das sind Ölflecke über die Oberfläche verteilt. Das musste allerdings das nicht unbedingt, wie man es erwarten würde. Ich werde mir das genau ansehen. Gute Arbeit. Irgendwelche Hinweise gefunden? Ich habe Whiskys Band gefunden. Sehen wir uns das einmal an. Es riecht nach Schwefel. Das, was sie fabriziert, benötigt große Hitze als Energiequelle. Ich werde mir das genau ansehen. Gute Arbeit. Das ist alles, was ich finden konnte, Onkel. Perfekt. Mit diesen vier Hinweisen sollte ich ihrem Plan entschlüsseln können. Einen Moment. Ich muss nur analysieren, wo sie war und welche Materialien sie suchten. Was für eine weitere Steuerung brauche ich? Nein, das ist nicht etwas, um die Rückflüssung zu verstärken. Nein, sie hätte nicht von Hausdart wissen können. Ja, ein viel größerer magischer Angreiferwert. Eureka, hier ist deine Antwort. Du hast magischer Polarisator. Puller, haha. Was ist das? Es ist ein magischer Polarisator. Mit diesen Items kannst du den Inversionsprozess aufheben und die Magie wie ein Blitzableiter umlenken. Hä? Wenn diese Piraten versucht, eine Magie zu vertauschen, kannst du sie einfach wieder zurückbringen. Cool. Wird das wirklich funktionieren? Keine Ahnung, aber es ist besser als nichts. Komm schon, sie schafft das. Seid ihr in den Hintern, Champion? Es ist Zeit, dass wir das Reboot für alle Mal aufhalten. Die Bitch. Finale. Das spielt immer komplett weg. Global Offensive. Lol. Ich wollte nochmal in die Galerie gucken. Wie mein 100% in der. Warum sind die nicht da? Na, ich guck danach nochmal in den richtigen Spielstand. Aber falls ich 99% haben sollte, weil das öfters passiert, wenn man 100% macht, dass vielen Leuten passiert, dass sie nicht wissen, dass 1% ist, fehlt, dann weiß ich selber nicht was, weil ich habe irgendwie ich habe alles gemacht, was geht. Aber jetzt gehen wir auf zu Whiskys Versteck. I'm ready! Müssen wir das unter Wasser machen? Oh nein, wir können skippen, geil. Ja. Und das skippen wir auch. Tschüss! So, jetzt müssen wir nur den finalen Bus noch einmal klatschen. Nee, hier wäre ein Station, bla 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 bla. Oh, Herzen, geil. Dann wird damit ganz das Gemütter. Spam. Bleib sofort bla bla bla, das haben wir schon alles. Das hat nichts geändert. Ich glaube, nur das Endgespräch wird sich ändern.
Au. Stirb doch, du Bitch. Das ist doch eh keine Chance. Die Meisterspieler, Königlicher Spieler auch genannt. Jawohl. Und die Mine bleibt da jetzt wie immer, oder was? Oh, die explodiert, geil. Tinker Brain, Dynamo der Zerstörung. Au. No. Nein! Am Feind ist Laser. Komm schon, komm schon, komm schon. Geschafft. Ich bin unbesiegbar. Lol, like Alex. Gewonnen. Ups. Oh, ich hoffe, ich habe mich noch in den Strich hier erinnern. Aber eigentlich sollte sich nichts geändert haben. Jetzt gehen wir rüber zum Genie Weish. Weish. Penetrate the shield. Ich penetrate gerne. Okay, ich kann gar nicht so glücklich nicht triggern. Bam. Slap. Au. Ah, oh, fuck, eine Millisekunde zu früh. Au. Bam. Wo ist die nächste? Da. Ha! Oh Gott. Das erste Mal spielen dachte ich, man musste alle gleichzeitig zerstört haben. Das war dumm. Trotzdem verstanden, warum da so eine Lücke war. Habe ich sofort gerafft. Also man muss sich da fragen, wozu was gut ist. Also das ist überall in jedem Spiel so. Man muss fragen, wozu gibt es das? Warum gibt es das? Welchen Sinn hat das? Und die kann man es am besten ausnutzen. Lol. Ups, das war dumm. Ich dachte, würde noch etwas überleben.
Komm schon. Wie viel ist er noch aus? Und wann bin ich? Ich bin reingesprungen. Ab. Ich glaube noch einen Schlag. Oh Gott. Es war. Ich fühle mir sagen knapp. Naja. Kennt schon. Tschüss. Du hast Bauch hier ins Hamster bekommen. Yay. Ich hab auf Skip gedrückt. Dann wurde es einfach gut schwarz. Ja, das wollte ich. Es bringt zwar an sich nichts hier, außer man kann hier durchlaufen. Aber ich wollte euch sagen, dass man in die Lava reingehen kann mit dieser Bubble. Könnt ihr mal alle aufhören, ein Spiel anzufangen? Während meiner Aufnahme? Hier, hier Orten. Ich bin verschwunden. Ich bin verschwunden. Niemand sieht ihn. Danny Phantom. Ah! Warum schreie ich, Idiot? Man kann es auch ganz anders machen, die ganze Zeit machen. Das ist ja noch nur weniger. Die Lava, die! Geht es eigentlich auch mit Flammenwerfer? Oh, das war's guter. Lol. Nein, das war ihr Ende. Yay, letzte Part. Aua. Nein. Will nicht spielen. Puh, wir haben es geschafft. Das war knapp, zu knapp. Danke für den Flug, Skull. Jemand muss dich am Auge behalten. Sieht's aus, als wäre Secondland wieder einmal gerettet. Yep, danke unserer Halbchemie-Heldin. Hey, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Wartet kurz. Oh, jetzt war's der Bürgermeister, ne? Bürgermeister! Also, das ganze Zombie-Bärbe bin ich repariert und die Stelle zu ziehen ist immer noch offen. Möchtest du schon dir etwas fragen, Bürgermeister? Okay. Ich kann mir niemanden vorstellen, der qualifizierter ist als du. Kommst du zurück? Bitte, bitte. Ich war nie weg. Puh, ich dachte schon, ich müsste mein kleines rotes Outfit anziehen und anfangen zu tanzen, weißt du? Hehehe, oh Bürgermeister. Sieht aus, als wäre das der Fall. Ja. Wie auch immer, kriegst du einen neuen Schritt in die Fritz-Kalender. Juhu! Ich denke, ihr habt ausgesehen nur der Wahl getroffen. Kinder! Diesmal ist richtig. Zum Glück seid ihr ein Stück wieder zurückgekehrt. Als ich ihre Option gesehen hatte, hatte ich schon befürchtet, ihr hättet dich verloren. Mir geht's gut und Secondland ist sicher dank euch. Ich habe diesmal ziemlich viel geholfen. Ich fühle mich ziemlich hellenhaft, weißt du? Ich glaube, ich werde ein Dojo öffnen und damit anfangen, den nächsten Helden zu trainieren. Muss ich nicht groß Träume haben. Ich mache mich auf den Weg. Meine Brüder haben nach Power of Evil. Sie wollen das alte Anwesen Norn renovieren. Wie cool. Ich werde ihnen helfen, aber dann. Ich glaube, ich werde die Zombie-Karawane suchen und ein bisschen auf Reisen gehen. Ich vermisse meinen Wagen und ich will mehr von der Welt sehen. Und ich will, dass du mitkommst. Zombie-Roadtrip? Na, warum nicht? Hahaha, ich denke drüber nach. Pass gut auf, Dougie, okay? Pass gut auf Dougie auf. Hä? Power of Evil's Hamster. Ich habe immer noch eine männliche Stimme. Ich mach mich besser auf den Weg. Ich muss meinen Füttern und sauber machen. Du hast mir nie erzählt, wie du es geschafft hast, ihn so groß zu bekommen. Matt, was schießt? Ach, als eine Frau. Was ist dein Geheimnis?
Das ist Spezialfutter. Gesalzenes Karamell für Vögel. Und wir sorgen danach. Haha, ich verstehe. Ich werde ihn wohl erstmal ziehen lassen, damit er ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringt. So wie ich meinen Wrench kenne, wird er lange nicht noch dabei sein. Ich mag dich. Wrench, genau, stimmt's, Wrench. Ja, Wrench war gar nicht bei ihm, bei ihr, Klo. Meine Güte, was war das nur für ein Abenteuer? Das mit dem Dynamo tut mir leid, Onkel. Nein, das ist schon in Ordnung. Bist du okay? Was ist wirklich passiert? Risk hat den Dynamo dazu verwendet. Da stehen wir schon gut und böses verhandelt. Warte, ich kann nicht auf ein Genie Weich zu sagen. Was für ein Moment, weil ich im Genie Weich. Davon habe ich schon immer geträumt. Aber um Risk aufzuhalten, dafür müsste ich. Und ja, sie sind jetzt alle weg. Es tut mir leid. Ich weiß, dass du nur getan hast, was du tun musstest. Was du tun musstest, verstehst du? Ich bin mir sicher, dass deine Mutter sehr stolz auf dich wäre. Wir sind alle stolz auf sie. Was? Wer? Sie handelte selbstlos, um das Wohl anderer vor ihr eigenes zu stellen. Dann ist das in euch gerettet. Ja, indem du unsere Magie gereinigt und sie gegen diese Maschine gerettet hast, hast du uns alle gerettet. Wow, dein Polarisator hat echt abgeliefert, Onkel. Haha, ja, das hat er. Und was mit meiner Mutter? Geht es ihr auch gut? Deine Mutter ist gesund. Deine Mutter ist gesund und munter im Genie-Reich. Sie hat sich den Schutz unserer Welt zur Lebensaufgabe gemacht. Sie und die anderen Genies müssen hier bleiben, wo ihre gemeinsamen Kräfte des Böses abwenden können, das in eure Welt eindringen möchte. Deshalb musste sie diese Welt vor langer Zeit zusammen mit den anderen Genies verlassen. Um uns zu beschützen? Ja. Damit du mit den Onkeln in Sicherheit aufwachsen konntest. Sie wollte, dass du das hier erfährst, aber du musstest erst im richtigen Alter sein und es bedeutet, ihres Opfers zu erkennen. Ich verstehe. Du solltest auch wissen, dass du niemals allein bist. Kindred ist immer bei dir. Es gibt eine spezielle Magie, ein Geschenk, das sie in deinem Herzen platziert hat. Echt jetzt? Deine Familie ist nie so weit weg, wie du vielleicht denkst. Sei dir sicher, dass sie bei dir ist. Immer. Und sie liebt dich von ganzem Herzen. Und jetzt muss ich in Genie Weich zurückkehren. Wenn du meine Mutter siehst, sag ihr, dass ich verstehe, was sie für uns getan hat. Und dass ich sie genauso sehr liebe. Das wäre ich. Viel Glück. Dir auch. Komm schon, Onkel. Wo gehen wir hin? Feiern natürlich. Wir werden finden. Und wir finden hier ein neues Phoenix-Gefäß-Sorry. Ja, das erinnert mich daran. Ich habe vor kurzem die Pläne für ein sogenanntes Fahrrad ausgestöbert. Für mein nächstes Projekt werde ich die 1 bauen. Okay, okay, Onkel, warte! Bis zum nächsten Mal, Tochter der Genies. Leb wohl. Und jetzt kommen die Credits mit der besten Musik der Welt. Ending. Oh, das war ein schönes Gefühl. 100%. Bonusbild 100% klar. Geil. Bonusbild spielklar, ja, ja. So, dann schauen wir in meine 100%-Datei rein. Wo hier der Spielstand gelöscht ist, aber durch Stern erkennt man, dass durchgespielt ist mit 100%, denke ich mal. Ja, habe ich 7 Stunden beim ersten Mal spielen. Das war auch.
Ich muss mich reinfinden, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir sind im Skeletor. Ja. Bin ich gut. Okay, schauen wir uns mal die Bilder an. Wieso sind die Bilder? Nein. Naja, schauen wir uns die restlichen an. Ja, Bonus Artwork. Cool, Bonus Artwork, cool. Wahrscheinlich sind es die für Risk, eins für Risk Adventure und das eine für Knaden. Ich glaube, so sollte Shinywash aussehen. Und so nochmal bei Nacht. Das sieht ein bisschen anders aus. Das sind ja nicht umsonst Konzeptkiste. Also, Anregung, wie man es sogar designen will. Und das ist eben nur bei einem Schloss. Also nehmen wir die einzelnen Stages. Wieso hat man den Anfang bereits Tag und Nacht gemacht? Mein Mann hat nur Nacht gesehen. Und das sah sehr gut aus. Achso, so das Skeletor aussehen. Cool. Ich mag diese Galerien. Luftschiffe von Twitch Manager. Und so sollten die Luftschiffe, wo die vom Rennen sein. Hatten sie sich überlebt, selbst zu fahren, oder haben sie es einfach nur, also dass man selber die fahren konnte, Schiffe, oder haben sie es einfach nur in Proportion gestellt? Und so, warum macht man hinten in den Kisten? Das war Version 3. Wo ist 1 und 2? Da steht Treasure Chest Version 3. Die sind Podeste. Und hier sind. Ha, hier sind weitere Podeste. Wie man sich gedacht hat. Blaue Petals of Energy. Eigentlich habe ich 885 Gold. Hier sind ein paar Animationen, die nicht reingekommen sind. Man hat ja sogar alle Tänze. Die haben ja alle Tänze reingemacht, aber sie sind nicht ins Spiel gekommen. Schade. Es gibt jetzt sogar trinken und angeschossen werden. Aber sonst. Ich glaube, sie haben mir das BH-Richten reingelassen, drin gelassen. Oder? Das muss ich irgendwie lange warten. Weil ich nämlich damals ist es auf jeden Fall so gewesen, dass man lange wartet. Also in Risk Revenge und. Bei Paris Quest habe ich nicht ausprobiert, aber in Risk Revenge bin ich einfach vom Pisten zurückgekommen, da habe ich gesehen, dass sie eine Animation hatte. Die ich noch nie gesehen habe. Naja. Alter, sie hat mit das eine Bild hier. Da hat sie mit ihren Haaren erstmal ein Herz gemacht, lol. Alter. Sieht echt alles cool aus. Pirate Screen Quest. Confirmed. Das war schon damals. Das war schon von Anfang an confirmed. Cool. Also, wie immer hatten sie keine Zeit. Ach ja, das war confirmed, weil hier. Das Spiel ist ja nur durch Crowdfunding gekommen. Also hätte man nicht schon. Das Spiel musste unterstützt werden. Wurde unterstützt und
je nachdem, wie viel Geld die bekommen haben, waren sie unter die Spielmodus, haben sie unter mehr geplant. Und Pilescreen Quest hat man geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hat man noch mehr geschafft. Aber ich hoffe mal. Auch das Trinken haben sie nicht drin gelassen. Also, wenn man Pots nimmt. Warte, ich kann es jetzt zeigen. Und jetzt einfach nur. Ach, das waren. Die wollte man in das Sandgebiet machen, wie bei Pirates Quest. Cool. Jetzt wo ich die alten Spiele gesehen habe, sehe ich so richtige. Also die alten Spiele gespielt habe, sehe ich, was das sein soll, beziehungsweise warum man das geplant hat. Cool. Hier man sich ein bisschen Designentscheidungen guckt. Also, sieht alles gut aus. Also, ich hätte ja mit alles akzeptiert gewesen. Schade, dass man das hier nicht in dieser Form nicht sieht. Aber wahrscheinlich werde ich Private Screen Quest oder einen späteren Modus. Hier und das hat man bekommen, wenn man einen bestimmten Geldsatz gespendet hat oder generell gespendet hat. Ich bin mir ganz sicher. Das ist einfach nur als Bonus, falls man unterstützt hat. Cool, ne? Ich habe mich ein bisschen für Spiel informiert. Hier ist der Anfang. Hier ist Tasseltown, wie geplant sein sollte. Es war aber nicht so umgesetzt. Hier Anfang, zweite Szene. Hier, wo sie runtersteigt, cool. Wir haben schon am Anfang geplant, dass man das. Ja, das ist so nervig. Hier, machen wir vorwärts. Unter Wasser ein bisschen arbeiten. Alter, wie schlecht das hier aussieht, hier oben. Einfach nur reingeklatscht. Geil. Ah ja. Konzeptkunst. Cool. Die Hentai-Monster. Guck mal, die sollten mal andere Kleidung haben. Auf der haben sie sich gegen Kleidung entschieden. Boah, die gibt's ja auch nicht. Oh, schade. Das war nicht mein Lieblingsgegner. Das war das Herausforderndste. War das Herausforderndste in Pirates Curse. Das waren die ekelhaftesten Monster, die auch nicht unfair waren, weil es gab so eine Stelle, wo einfach nur random 5 Milliarden Monster platziert, wo es einfach nur unfair wurde, wo einfach nur voll gespannt wurde und man nur 1 Zentimeter gehen konnte. Und das war eine Abwechslung. Diese Gegner waren wirklich schwerer zur Abwechslung. Und ich habe nur hingespammt. Ah, sieht alles gut aus. Wunderschön. Darf ich dir auch noch auf YouTube zeigen? Die Konzeptkunst. die wurden so weit schon geplant und trotzdem sind die nicht erschienen. Oh. Schade. Und jetzt kommt Fanart. Nee, danach kommt Fanart School. Lol. Idiot. Ja. Poop tut. Ja, uns alle. Das hätte confirmed sein. Also das erste sah viel besser aus als das zweite, aber da haben sie sich wahrscheinlich nicht. Hatten sie wahrscheinlich nicht so eine Idee, wie sie Bosskampf gestalten würden. Da haben sie sich doch dafür entschieden, dann so gemacht, wie sie es jetzt gemacht haben. Cool.
und ich hab fast immer noch. Boah, das sieht richtig episch aus. Cool. Alter, sieht. Manche sehen süß aus, manche sehen einfach nur scheiße aus. Neben Mermaids, die Meldung von Boss. Zu viel Pornografie. Ja, hätten wir einen einzigen Stellung, lol. Ich nehme schon 36 Minuten auf. Ich will die gar nicht bewerten, weil ich will niemanden beleidigen. Zeig sie einfach nur. Es gibt manche, die sehen richtig geil aus. Manche sehen scheiße aus. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Fuck. Ah. Schöne Mies. Oh, sie spielt sein eigenes. Ist das Spiel hier ein Spiel? Cool. Ah. Ich will nicht Elektrizität haben. Anspielung an Pirates Curse. Ach, da haben sie die von den Rennen. Hm. Coolen Song. Gut gemacht. Du hast einen der nervigsten Abschnitte erschaffen. Ja, nein, Spaß. Boots. Achso, das war eine Anspielung auf den früheren Teil. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Ich glaube, es war. Das war, glaube ich, das erste Spiel für den Game Boy. Komm schon. Slash Over. Was ist das für ein Name? Ich will niemanden beleidigen. Ja, Bruste. Bruste vor allem. Ich freue mich hart eigentlich, jemanden bewerten, denn Kunst ist auf jeden Fall richtig subjektiv. Ich möchte jetzt niemanden meine Meinung aufzwingen, weil ich es gesagt habe. Slash of the Shanties. Okay, das war geil. Ich frage mich immer noch, was ich darstellen soll. Immer noch. Keine Ahnung. Auch wenn ich die alten Spiele gespielt habe, ich verstehe es nicht. LOL. The fuck? Einfach nur ein Charakter gemacht, LOL. Hätte ja wenigstens das passend etwas Tolles dazu machen können. Always sweat to go. Okay, dieses Fanart finde ich komplett unpassend. Ich meine, es kann zu einem der anderen Spiele sein, aber zu Shanti gehört es auf jeden Fall nicht. Oder ich habe irgendwas verpasst. Oh ja, von Pirates Quest. Meister der Elemente. Was hat das mit Chantees zu tun? Spau! Boah, das sieht cool aus. Das ist mein Favorit. Von dem, was wir bisher gesehen haben, das kommt ja noch irgendwas cool aus. Süß. Boah, das sieht cool aus.
Apple die alten Spiele, wo die Pirate's Curse und hier Risk's Revenge hätten die irgendwelche Animationen gehabt, dann würde es wahrscheinlich auch so aussehen. Wer weiß, wer weiß. Ey, so richtig Dings Animation. The fuck? Sean T. Ich glaube nicht, dass du 24 Jahre alt bist. Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Egal wie scheiße man malt, so malen Kinder. Und damit habe ich jemanden beleidigt. Cool. Aber verdient. Die haben sogar zwei Tränen gemalt. The fuck? Naja, das war's mit dem Part. Ich hoffe, euch hat das wunderschöne Spiel gefallen. Das war's nur nicht mit dem Part, sondern auch mit dem ganzen Let's Play. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich das geschafft habe. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play-Video oder was auch immer. Tschüss.